Du möchtest Vocals abmischen, hast aber Probleme, deine Gesangsstimme optimal im Mix zu platzieren? Dann gebe ich dir heute drei Tipps, wie das besser gelingen kann und wir starten genau jetzt. Gesang abmischen ist für die meisten die größte Herausforderung. Wenn das bei dir genauso ist, dann schreib mir doch einfach mal unten in die Kommentare, welche Probleme du beim Vocals abmischen hast. Dann kann ich eventuell noch ein paar mehr Videos über dieses Thema machen. Das Hauptproblem dabei ist oft, dass du den Gesang nicht richtig in den Mix platziert bekommst. Das heißt, entweder der Gesang ist viel zu weit vorne und die Band ist irgendwie zu leise, oder der Gesang ist zu leise und wird was maskiert durch irgendwelche Distortion-Gitarren oder zu laute Drums. Ich zeige dir heute drei Möglichkeiten, wie du deine Vocals besser in den Mix bekommst und wir hören erstmal in dieses Beispiel hier rein. Okay, der Mix klingt schon ganz gut und ich habe jetzt hier, ist meine Vocalspur, die siehst du hier einzeln. Du siehst, ich habe sie mit EQ bearbeitet, mit Kompression, mit doppelter Kompression und ich habe einen De-Esser hier schon gesetzt, weil sie relativ prägnante S-Laute hat. Aber die Stimme klingt trocken, es ist kein Hall und kein Delay drauf und sie wirkt jetzt irgendwie nicht so ganz im Mix platziert. Das ist meistens so oder sehr, sehr oft so, weil die Instrumente wie Gitarren oder auch Piano, weil die meisten schon ein bisschen Hall haben, entweder in den Spuren, die du bekommst oder weil du es schon gemacht hast, zum Beispiel mit so einem globalen Reverb, um die ganze Band in einen Raum zu stellen. Und deswegen wirkt jetzt in diesem Fall der Gesang hier etwas seltsam abgekoppelt von dem Rest der Band und er wirkt nicht so richtig schön sauber im Mix platziert. Wir starten mal mit Möglichkeit Nummer 1 und das ist jetzt in diesem Fall, probiere ich mal einen Reverb zu setzen, also einen Hall. Ich beschrifte es mal eben. Wir nehmen einen dunklen Hall. Ja, das ist die erste Möglichkeit, die ich ausprobiere und da benutze ich einfach Logic's Chroma Verb. Das ist das neue, was heißt neu, so ganz neu ist es nicht mehr, das neue Reverb von Logic, weil das nämlich richtig gut klingt. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen mit rumprobiert. Und ich mache einfach nur die EQ-Einstellungen weg, weil ich das nachher selber mit EQ machen möchte. Und was ich jetzt hier wähle, ist einfach ein dunkles Reverb. Das gefällt mir am besten. Und gerade so Ambience- oder Raum-Reverbs, die nicht so glitzerig, nicht so hell sind, eignen sich oft ganz gut dazu, um den Gesang ein bisschen besser in den Raum einzubinden. Das hat jetzt hier 1,1 Sekunden. Also 1,1 Sekunden klingt es nach. Ich habe es als Send-Effekt gesetzt, also hier in einen Aux-Channel. Das ist ein Hilfskanal. Und über diesen Send-Regler kann ich jetzt den Hallanteil steuern. Wichtig, wenn du ein Hallgerät als Send setzt, ist auch immer, dass du hier den Wet-Regler komplett aufdrehst, ja, damit du hier den vollen Effekt hast. Ich lasse erstmal den Komplettmix laufen und schalte dann das Reverb zu und drehe das hier über den Send-Regler mal anteilig mit rein. Und wenn du jetzt Kopfhörer hast oder gute Boxen, dann hast du bestimmt gehört, dass der Gesang jetzt so ein bisschen smoother kommt, um mal Denglisch zu sprechen. Also er ist kommt ein bisschen sanfter, er klingt nicht mehr ganz so trocken und er bettet sich schon etwas besser in den Bandverbund jetzt ein mit den anderen Instrumenten. Probieren wir mal noch eine andere Möglichkeit. Ich lege mir noch einen Send an. Nehmen wir mal diesen hier. Und was man jetzt noch machen kann, das ist ein ganz cooles Effekt-Plugin von Isotope, das heißt Vocal Doubler, das ich sehr gerne verwende. Und das ist so eine Art Stereo-Spreader. Ich mache den gerade mal rein. Also das ist von Isotope, das ist kostenlos, das kannst du dir auch holen. Und hiermit kann ich die Vocals, kurz erklärt, einfach in die Breite ziehen. Ja? Und jetzt mache ich den Hall hier mal aus, das Chroma-Verb. Und das machen wir es gerade mal solo, dann hörst du den Effekt besser, was passiert, wenn ich jetzt diesen Vocal-Doubler hier einsetze.
Cast your mind back to when a childhood spend a thousand years, but then one day time picks up the... Völlig übertrieben, klingt jetzt irgendwie bei, wie bei so einem Alien-Film, das wollen wir nicht. Aber es war nur mal, um es dir zu zeigen. Ich mach's nochmal im Gesamtmix. Hall haben wir aus, machen wir hier auch mal zur Übersicht. Und dann fahre ich das auch so ein bisschen rein, um zu gucken, ob auch dieses Plugin helfen kann, die Vocals ein bisschen mehr in den Mix reinzudrücken, ohne dass sie irgendwie hinter der Band nachher landen. Na, ich mach's mal komplett aus, den Send, und fahre dann hoch. Cast your mind back when a childhood spend a thousand years, but then one day time picks up the pace and we wonder how we ended. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so deutlich hörbar wie bei dem Reverb, bei dem Hall. Aber du merkst doch, wenn ich diesen Vocal Doubler hier zuschalte, dass der Gesang auch hier so ein kleines bisschen genehmer kommt, dass er nicht ganz so trocken, nicht ganz so spitz vorne drin steht, sondern dass er auch so, wie wenn er so leicht so ein bisschen zurückgeschoben wird und sich damit auch besser in den Mix einfügt. Wir probieren nochmal eine dritte Möglichkeit aus. Und das ist ein Chorus. Ein Chorus macht sowas ähnliches wie dieser Vocal Doubler. Ich nehme jetzt einfach mal den von, das ist ein Modulationseffekt von Logic selber hier. Und was so ein Chorus macht, ist kurz erklärt, wenn hier dieses Signal, also meine Gesangsspur hier auf diesen oder in diesen Chorus hier reingeht, dann werden eine oder je nach Chorus-Plugin mehrere Kopien erstellt und die werden dann delayed, also zeitversetzt hinzugemischt und werden teilweise auch noch durch einen Effektfilter, also durch so einen LFO-Filter gefahren, und dadurch entsteht auch so ein ähnlicher Effekt jetzt wie bei dem Vocal Doubler, dass es so rechts und links ein bisschen verstimmt wird und verzögert wird, und dadurch werden die Vocals breiter und klingen auch nicht mehr ganz so spitz. Ich schalte alle anderen Effekte aus und der Chorus ist jetzt direkt im Kanalzug. Ich verstelle hier nichts, sondern ich fahre nur, weil er direkt im Kanalzug sitzt, jetzt den Mix hoch, ja, um den Anteil des Choruses zu steuern. Mach vielleicht auch erstmal Solo. Cast your mind back to when a childhood spend a thousand years. Ist ein bisschen so ähnlich wie der Vocal Doubler, aber hat so ein bisschen andere Nuancen. So ein bisschen wie so ein Phaser, so ähnlich. Und es hat ein bisschen eine andere Nuance, ist ein bisschen offensichtlicher wie der Vocal Doubler, aber wir probieren es einfach auch mal im Mix, okay? Also ich finde jetzt hier hat dieser, ich drehe mal ein bisschen zurück, ich finde jetzt hier hat dieser Chorus-Effekt sehr, sehr gut funktioniert, und da hat man förmlich gespürt, wie die Stimme so ein bisschen von diesem abgekoppelten Modus, in dem sie sich befindet, wenn überhaupt kein Effekt drauf ist, in dem es so klingt, wie wenn die Sängerin irgendwie vor einem Kassettenrekorder steht und nicht irgendwie auf der Bühne mit der Band. Durch diesen einfachen Effekt mit einem Native-Plugin von Logic oder hat Cubase, Studio One, jede DAW, jede ordentliche DAW hat ein ganz einfaches Chorus-Plugin, kannst du schon viel erzielen und deine Stimme dann ein bisschen weiter nach hinten schieben. Was wir jetzt noch machen zum Schluss ist, wir probieren einfach mal diese drei Plugins jetzt im Verbund einzusetzen. Das kannst du natürlich auch probieren. Manchmal funktioniert nicht nur ein Plugin, aber manchmal musst du ein bisschen mehr machen, um die Vocals gut in den Mix zu bekommen. Und ich schalte jetzt mal einfach alle Plugins zu, also eine Kombination aus den dreien, und spiele mal ein bisschen rum, ob ich da vielleicht noch ein besseres Ergebnis erzielen kann. Cast your mind back when a childhood spend a thousand years, but then one day time picks up the pace and we wonder how we ended you.
mal kurz im Refrain. Also hier hast du es jetzt sehr, sehr deutlich gemerkt im Refrain. Wenn ich diese Effekte hier in Kombination zuschalte, war es vielleicht ein bisschen viel Hall, dann kannst du auch so einen sehr guten Effekt erzielen. Und ich finde, hier hat man jetzt schon deutlich gehört, dass der Gesang sehr, sehr viel besser klingt und sich sehr, sehr viel besser in den Mix einbettet, wie wenn jetzt nur ein Plugin ist. In diesem Fall hat mir jetzt die Kombination aus allen dreien am besten gefallen und somit ist jedes von diesen drei Plugins eine gute Lösung. Wenn du Vocals abmischen möchtest, ist auf jeden Fall auch die Arbeit mit dem Equalizer extrem wichtig. Damit dir das besser gelingen kann, habe ich dir eine Checkliste zusammengestellt. Die habe ich dir unten angepinnt im ersten Kommentar, die kannst du runterladen. Die kann dir dabei helfen, deinen EQ für Vocals perfekt einzustellen. Also auf jeden Fall runterladen und mal reinschauen. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar oder am besten über ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Tutorial. Bis dann!